Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Sie, meine Damen, meine Herren, von den Fraktionen der CDU, der SPD, von Bündnis 90 Die Grünen. Sie, meine Damen, meine Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung. Es ist eine gute Tradition in diesem Haus, dass wir trotz aller unterschiedlichsten Meinungen einen Diskurs pflegen, Streit pflegen, unterschiedliche Meinungen austragen, hart in der Sache. Letztlich sitzen in diesem Haus seit 26 Jahren Volksvertreterinnen und Volksvertreter und seit einem Jahr müssen wir gelegentlich erleben, dass der eine oder andere Volksvertreter sich vielleicht selbst fürs Volk hält. Insoweit, meine Damen und Herren von den anderen Fraktionen, herzlich willkommen, dass Sie hier sind. Wir versprechen Ihnen als Opposition, wir werden Sie bestimmen. Wir werden Sie weiter begleiten. Wir werden uns hart miteinander auseinandersetzen. Und die eine oder andere Frage, die steht ja schon auf der Tagesordnung. Ich begrüße auch ganz herzlich in diesem Zusammenhang diejenigen, die die letzten 26 Jahre hier in diesem Haus gestaltet haben, unsere ehemaligen Abgeordneten. Herzlich willkommen hier beim Neujahrsempfang unserer Landtagsfraktion. Ja, das Jahr 2017. Das Jahr 2017 soll ein super Wahljahr werden. Das haben wir, glaube ich, am Anfang von 2016 auch gesagt. Also wir können uns darauf einigen, wir haben es mit einem Wahljahr zu tun, ob es super wird. Darüber reden wir am Jahresende. Ja, ein super Wahljahr war das Jahr 2016 sicher nicht, wobei das immer eine Frage der Perspektive ist, aber es war ein Jahr, in dem nach Deutschland Politik zurückgekommen ist, wo plötzlich ein politischer Diskurs begonnen hat, wie wir ihn so nicht führen wollten, der uns herausfordert, den wir uns stellen müssen. Denn es geht um unser Land, es geht nicht um die Dominanz einer Meinung, sondern es geht darum, im Austausch miteinander nach dem besten Weg zu suchen. Ja, war ja. Viele Wahlereignisse werden vor uns stehen. Das erste am 12. Februar. Naja, da sagt der eine oder andere ja, das wird gar keine Wahl mehr werden. Steht ja schon fest. Die großen Parteien haben sich entschieden, wie es wird. Ja, aber Wahl heißt wählen. Wählen zwischen dem, für das der eine Kandidat steht, nämlich dem alles ist gut so, alles weiter so, oder eben eine Alternative in unserem Land, jemanden, der sagt, was im Land ist und wie man es anders machen kann. Und ich freue mich, dass unser Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Christoph Butterbeck. Danach werden wir Wahlen haben im hohen Norden, im großen Saarland, in Nordrhein-Westfalen. Aber wir werden auch im Bundestag zu Entscheidungen kommen, ob es zu neuen Mehrheiten kommt. Wir werden sehen, die eine oder andere Partei sucht Vorsitz- und Spitzenkandidaten. Bei uns steht der Punkt fest. Wir haben zwei Spitzenkandidaten, einer davon ist heute hier. Herzlich willkommen, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch. Herzlich willkommen hier. So, jetzt höre ich aber auch oft mit diesem Namen genenne. Und sag mal, ich freue mich ganz herzlich, dass Sie da sind, die hier die Vertreter von Vereinen und Verbänden in unserem Land sind. Denn ein Stück weit waren es ja Herausforderungen im vergangenen Jahr, die in unserem Land zu tragen waren, die Bürgerinnen und Bürger getragen haben, wo Vereine, Verbände, Initiativen in die Pflicht gegangen sind, wo man in Politik mitunter diskutiert hat, ob das nun gut ist oder schlecht ist, haben sie gemacht, haben sie getan. Wir haben zahlreiche Flüchtlingsinitiativen, wir haben Vereine im Land, die das kulturelle Leben gestalten, die das soziale Leben gestalten, die sich umeinander kümmern.
Und wir finden es immer wieder richtig, Sie hier zu unserem Neujahrsempfang einzuladen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Dialog und Streit ist uns wichtig, klare Positionen zu beziehen. Deshalb haben wir Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr eingeladen, aber wir haben auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Friedensinitiativen hier im Land eingeladen. Die Position der Linken ist klar. Und diese Klarheit ist vor dem Hintergrund der Weltsituation, die wir vor uns haben, liegt sie auf der Hand. Wir brauchen eine andere Außenpolitik, wir brauchen eine friedliche Außenpolitik. Auslandseinsätze haben zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise das gebracht, was sich die Damen und Herren, die für sich bestimmt haben, gewünscht haben. Im Gegenteil, sie haben uns vielleicht unsicher gemacht. Deswegen, bei allen Problemen des Jahres 2016 gab es doch ein Punkt, wo ich mich gefreut habe, wo sich unsere Fraktion, unsere Partei gefreut hat. Und das war, dass die Bürgerinitiative Offene Heide für ihr jahrelanges Engagement mit dem Friedenspreis der Stadt Aachen geehrt wurde, ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Herzlichen Glückwunsch an die Abgeordneten und an uns weitermachen, die Winter wird Partner sein. Ich begrüße hier in unseren Reihen die zahlreichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die sich als Landrat, als Landrätin, als Stadträtin, als Kreisrätin, als Gemeinderätin, als Ortschaftsvertreter engagieren. Vor Ort, die kleinteilige Arbeit machen, die mitunter auch ausbaden müssen, was hier in Magdeburg an Gesetzen beschlossen worden ist. Ein Beispiel, was in diesem Land große Probleme hervorgerufen hat, war das kommunale Abgabenrecht, war die Frage, wie gestaltet man Abwasserbeiträge. 80.000 Bürgerinnen und Bürger waren betroffen von der nachträglichen Beitragserhebung. Insgesamt eine Summe von 123 Millionen Euro wurden den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt in einem Schnellverfahren hier im Landtag. Die politische Frage, die hieß, darf man Bürgerinnen und Bürgern in die Tasche greifen für Probleme, die sie zum Teil nicht zu vertreten haben, wo zum Teil viele Entscheidungen des Landes über Strukturen der Abwasserverbände, aber eben auch viele Entscheidungen in den Strukturen über überdimensionierte Abwasseranlagen, demografische Probleme, seien die nur entstanden, als Punkte genannt. Darf man die den Bürgerinnen und Bürgern überhelfen? Die politische Entscheidung in diesem Haus, die sie tragende Mehrheit hat getroffen, ist, ja, man kann. Man hat billigend in Kauf genommen, dass eben tatsächlich 80.000 Bürgerinnen in ihren Dispositionen hier so stark beansprucht worden sind, dass man zum Teil bis in DDR-Zeit zurückging mit den Abgabenforderungen. Ein politischer Streit war das. Was darf ich Bürgerinnen und Bürgern zumuten? Und dazu ein großes juristisches Problem. Landesverfassungsgerichte haben sich damit befasst, haben unterschiedlich geurteilt. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt und heute hat auch das Landesverfassungsgericht auf unsere Klage hin geurteilt. Es hat sich der Rechtsprechung angeschlossen, die sagt, ja, die Landesregierung kann diese Möglichkeit gebrauchen. Es war eine schwierige juristische Frage. Wir haben ja nicht die politische Frage dem Verfassungsgericht vorgelegt. Dafür ist es nicht zuständig. Dafür ist dieses Haus zuständig. Da sind die Mehrheiten gefunden worden für das, was passiert. Die juristische Frage, die kompliziert war, hat das Landesverfassungsgericht beantwortet. Dass sie kompliziert war, haben wir auch daran erkannt, dass es doch eine denkbar knappe Entscheidung der Richter war. Sie ist 3-4 ausgegangen. Das Minderheitenvotum stellt auch nochmal das Konglomerat an Rechtsauffassungen, wie wir sie in der Bundesrepublik haben, dar. Wir werden das Urteil genau lesen und wir werden diejenigen, die in diesem Abwasserbereich engagiert, in dem Abwasserbereich betroffen sind, in den nächsten Wochen hier in den Landtag einladen. Noch einmal mit unserem Rechtsvertreter, mit unserem... Es geht auch ohne.
mit unserem Rechtsvertreter die Fragen, also das Urteil besprechen und gemeinsam überlegen, was können wir in dieser Situation tun. Einmal nach vorne, wie können wir innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens künftige Ungerechtigkeiten vermeiden, aber eben auch die Frage, wie können wir diejenigen, die in ihrem konkreten Fall vor Gericht ziehen, wie können wir die unterstützen bei ihrem Anliegen. Das Beispiel zeigt, Landespolitik hat sehr wohl Auswirkungen auf das, was vor Ort passiert. Die Beispiele sind unendlich. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, liebe Kommunalpolitiker und Kommunalpolitiker. Sie sind wichtig, ihr seid wichtig für das Zusammenhalten hier in diesem Land. Engagiert euch bitte weiter und kämpft vor Ort für eure Anliegen. Ihr werdet uns immer einen Partner finden. Ich freue mich hier auch, Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft begrüßen zu dürfen, Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden. Freiheit der Wissenschaft ist ja bei uns zur Diskussion gestellt worden, wenn ich das in der Presse richtig lese. Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, wenn ich mich vor Sie stelle und sage, die Erde ist eine Scheibe, ist das Wissenschaft? Der eine oder andere schaut mich an. Wir kommen wahrscheinlich zu dem Ergebnis, nee, ist es nicht. Jetzt ist die Frage, wenn ich mich in einer Universität stelle und sage, die Erde ist eine Scheibe, ist das Wissenschaft? Möglicherweise auch das nicht. Aber dann ist auch die Frage, was ist wissenschaftlicher Vortrag, was ist politischer Diskurs? Und wenn eine politische Vereinigung an eine Universität geht, unter Thesen vorträgt, dann will sie wissen, will sie entweder Wissenschaft haben, dann muss sie Widerspruch ertragen, oder aber sie will provozieren, dann braucht sie den Widerspruch erst recht. Meine Hochachtung vor denjenigen, die widersprechen und eben nicht hinter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit hier versuchen, politische Aufmerksamkeitsbemühungen zu unterstützen. Vielen Dank. Für uns als Partei, für uns als Fraktion gibt es in diesem Jahr ein großes Thema. Es ist immer ein dickes Thema. Das ist Gerechtigkeit verbindet. Das müssen wir sowohl hier im Parlament, müssen wir in den Kommunalvertretungen, müssen wir vor Ort leben, mit Leben erfüllen. Das müssen wir aber auch ganz konkret in Unterstützung für Vereine und Verbände und Initiativen tun. Und das tun unsere Abgeordneten auch. Das tun sie, seitdem Petra Sitte hier im Landtag gegen die Diätenerhöhung gestimmt hat. Und dann hieß es ja immer so, naja, ihr stimmt gegen die Diätenerhöhung, am Ende kriegt ihr das überwiesen. Naja, das ist ja leicht dagegen zu sein. Nein, wir haben als Fraktion damals einen Solidarfonds gegründet, mit dem wir Vereine, Verbände, Initiativen, Menschen, die sonst von niemandem Geld bekommen, für ihr Anliegen unterstützen. Immerhin, deutlich über 1 Million haben wir seitdem ausgereicht, Peter. Also die Gründung des Fonds war aber die Abgeordneten vor Ort leisten natürlich auch nochmal ganz besondere Unterstützung. Ein solches Projekt, was Unterstützung erfährt, ist der Hallische Verein mit Handicap Leben. Den würden wir Ihnen gerne vorstellen. Tim Bö mit seinem Vorsitzenden und einem Vertreter, der unermüdlich für sein Anliegen unterwegs ist. Seien Sie gespannt auf die Vorstellung. Petra wird es übernehmen, ihn vorzustellen. Jetzt aber freue ich mich, dem Vorsitzenden unserer Bundestagsfraktion, dem Herrn Bartsch, das Wort zu geben. Bitte, Peter. Ja, recht herzlichen Dank. Danke für die freundliche Begrüßung. Ich habe den Hinweis mit dem Mikro verstanden. Wenn es zu lange ist, setzt es kurz aus, dann ist es Zeit. Das ist okay. Christoph Butterbeck hat auch zu mir gesagt, mach nicht so lange, ich muss meinen Zug kriegen. Das
drittes Argument habe ich dann noch Helmut Kohl vielleicht. Der hat immer gesagt, kurze Reden, lange Würste. Also alles nicht ganz so schlecht. Ich, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, sage ich auch, bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich habe gesehen, dass die linke Fraktion in Sachsen-Anhalt Gerechtigkeit verbindet, also ein sehr optimistisches Motto gewählt hat. Das ist sicherlich auch gut. Wir brauchen Gerechtigkeit, wir brauchen Solidarität, mehr denn je. Aber ich will schon am Beginn dieses Jahres sagen, dass es mir ausgesprochen schwerfällt, optimistisch in das Jahr zu gehen. Wenn ich mir die Ereignisse anschaue der letzten Tage und Wochen, dann gibt es vor allen Dingen viele Probleme, die man sehen kann. Ich will nur ganz kurz auf den neuen US-Präsidenten eingehen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, aber diesmal habe ich mir seine Rede angeschaut. Und ich habe manches davon wirklich nicht für möglich gehalten. Dass jemand, der wirklich Rassist ist, der Sexist ist, Präsident der Vereinigten Staaten wird, der eine Rede hält mit seinem America First, die aus meiner Sicht zumindest partiell faschistoide Züge trägt. Das alles ist höchst problematisch, der eine Mauer nach Mexiko bauen will, der China provoziert und der vieles andere mehr tut. Also große Sorge beim Blick nach Amerika. Aber auch der Blick auf die Welt ansonsten. Wir haben über 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Wir haben über 200 Kriege und Bürgerkriege auf der Welt. All das sind Situationen, die beunruhigen. Und diese Kriege führen zu den Flüchtlingen zu einem großen Teil. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, am Beginn des Jahres nochmal darauf zu verweisen, dass die Flüchtlinge die Botschafter der Kriege und des Elends dieser Welt sind. Das ist Ausgangspunkt bei jeder Betrachtung und nicht kleinteilige Probleme, die wir vielleicht in unserem Land haben. Mir ist das ganz, ganz wichtig. Und wir haben die Situation, dass auch ganz aktuell und heute Bomben auf Raqqa fallen, auf Mosul. Und diese Bomben, die fallen halt auch auf Krankenhäuser, auf Schulen, auf Altenheime. Das ist die reale Situation. Das sind Verbrechen, egal wer die Anweisung für diese Bomben gegeben hat, ob das in Moskau, Washington oder Damaskus oder wo auch immer geschehen ist. Es trifft wie immer die Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder zuallererst. Und das, glaube ich, müssen wir uns bei Betrachtung eines Jahres, was vor uns steht, schon vor Augen führen. Und Deutschland, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ist damit nicht außen vor. Mitnichten außen vor. Es ist so, vorgestern hat Sigmar Gabriel, ich komme auf den zurück, da hat er heute auch eine wichtige Entscheidung getroffen, den Rüstungsexportbericht vorgestellt. Das ist die zweithöchste Zahl. Deutschland exportiert Waffen in alle Welt. Und diese Waffen und die Profite, die damit gemacht werden, es sind blutige Profite. Und die Waffen gehen nach Saudi-Arabien, nach Katar, in all die Golfstaaten. Damit wird blutiges Geld verdient. Und es ist Aufgabe der politischen Linken, das nicht nur anzusprechen, sondern ganz laut deutlich zu machen, dass wir da einen Wechsel in der Politik brauchen. Und wer Waffen und wer Soldaten? Wer Waffen und wer Soldaten in alle Welt exportiert, der darf sich auf gar keinen Fall wundern, wenn Menschen hierher kommen. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dazu laut und deutlich zu stehen. Und deswegen ist es leider so, und ich will das deutlich sagen, dass am Beginn des Jahres das Bild von dem toten Jungen, der in Bottrop angespült worden ist, und das Bild von dem blutverschmierten Jungen, der in Aleppo aus den Trümmern gerettet worden ist. Das sind die Symbole aktueller Politik. Und, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, da ist schon auch die Frage erlaubt, warum ist das so? Warum ist das so, dass wenn wir feststellen, die Welt ist aus den Fugen geraten, ist das naturgesetzlich? Nein, das ist es nicht. Es ist ein Ergebnis neoliberaler Politik, aber es ist auch ein Ergebnis des Versagens der politischen Linken. Denn wenn die politische Linke stark wäre, würde es das alles nicht geben. Und es geht um nicht mehr und nicht weniger, das zu verändern. Und wir haben auch in Europa eine Situation, die man nur beschreiben kann mit Krise. Ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber der Brexit und die Finanzkrise sind ein Punkt. Wenn ich mir anschaue, das Versagen Europas bei der Flüchtlingskrise,
Wenn ich mir anschaue, wie hoch die Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern ist, über 50% und das seit mehreren Jahren, da wird eine Generation groß, die nie in Arbeit war. Da werden Probleme entstehen, die Europa und die Welt verändern können. Und es gibt eine starke rechtspopulistische und rechtsextremistische Partei in Europa. Mit Folgen, die wir in Polen, Ungarn sehen können, mit der Gefahr in Frankreich und in Holland in der nächsten Zeit. Das alles stimmt mich höchst sorgenvoll. Und auch das ist Ergebnis von Politik. Dass die Situation bei den Flüchtlingen in Europa so ist, hat auch mit der Politik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble zu tun, die Entsolidarisierung Europas, als die Finanzkrise auf dem Höhepunkt war, vorangetrieben war. Sie haben Griechenland und andere Länder gezwungen, eine Politik gegen die Entscheidung der Menschen zu machen. Und dass dann Solidarität zu Ende ist, wenn es gegebenenfalls auch Deutschland mit bestimmten Punkten trifft, da darf man sich nicht wundern. Und deswegen werben wir auch in diesem Jahr in der zentralen Industriemacht Europas um einen Politikwechsel, damit das verändert wird. Das ist die Herausforderung. Manch Kleinteiliges, was auch in der Linken besprochen wird, ich glaube, ist im Moment überhaupt nicht angesagt. Es ist leider so, dass die Rechte auf dem Vormarsch ist. Und wenn die Rechte auf dem Vormarsch ist, ist es immer auch ein Versagen der Linken. Gestattet mir noch ein paar wenige Bemerkungen auch zur Bundespolitik zu machen. Die Bundesregierung, naja, die ist ja jetzt kurz vor dem Ende, also vor dem Ende meine ich jetzt, was die nächsten Wahlen betrifft. Aber das Problem ist, dass in den 3,5 Jahren, wenn man mal zurückblickt, was waren eigentlich die großen Reformvorhaben? Wo ist denn Deutschland wirklich vorangebracht worden? Es ist so, dass die Bundesregierung zwischen Agonie und Selbstzerfleischung, ich meine, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, wie zwischen CSU, CDU und SPD, hat es, glaube ich, noch nicht gegeben, dass sie in dieser Situation sich befindet und nahezu nichts mehr auf den Weg bringt. Es ist so, dass die schwarze Null von Wolfgang Schäuble mehr oder weniger alles bestimmt und damit die Politik mehr oder weniger Mehltau über das Land gelegt hat. Es gibt keine Bewegung mehr und das ist höchst problematisch, weil wir heute Chancen verspielen, die in 10, 12 Jahren uns auf die Füße fallen wollen. Und wenn ich den kurzen Schlenker, das war doch Sachsen-Anhalt, ich bin da ein bisschen zurückhaltend, aber Sachsen-Anhalt spielt ja sonst häufig nur in Wahlkämpfen in Berlin eine Rolle. Aber im letzten Jahr, seit es die neue Regierung gibt, hat Sachsen-Anhalt doch eine ziemlich große Rolle gespielt. Also ein Landtagspräsident ist zurückgetreten, Minister ist zurückgetreten. Hier haben wir die ganz große Besonderheit, ich nenne sie immer noch so, auch wenn ich das nicht machen soll, Afghanistan-Koalition. Ich glaube, das hat keine Zukunft, das Land. Auch da ist es erforderlich, dass wir deutlich machen, dass das mit Sicherheit eine der falschesten Entwicklungen war. Und ich will ganz kurz etwas zu dem Anschlag unlängst am Breitscheidplatz sagen. 12 Tote, ganz viele Verletzte, die teilweise heute noch in den Krankenhäusern liegen. Und eins ist ganz klar, die Verantwortung dafür hat der Attentäter und die Hintermänner, um das ganz klar zu sagen, und dafür erstmal niemand anderes. Aber ich will eines hervorheben, die Reaktion, die es in Berlin gegeben hat und die Reaktion auch darüber hinaus. Und es gibt eine Schlussfolgerung. Wir dürfen uns durch die Terroristen unsere Art zu leben nicht kaputt machen lassen. Und wir dürfen uns auch nicht in ihre Logik begeben. Eine junge Berlinerin hat das vortrefflich ausgedrückt, die gesagt hat direkt danach, ich bin nie auf Weihnachtsmärkte gegangen, aber jetzt gehe ich jeden Tag auf 3 Weihnachtsmärkte. Und das ist die richtige Haltung. Wir brauchen mehr Offenheit, wir brauchen mehr Demokratie, wir brauchen mehr Menschlichkeit. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die möglich ist. Und nicht das, was andere machen, die nur eins kennen, und das ist Verschaffung, Verschaffung, Verschaffung. Es ist doch irre, der Andi hatte 14 Identitäten. Da brauchen wir noch keine neuen Gesetze. Da muss man vorhandene Gesetze anwenden. Der ist von der Videokamera mehrfach gefilmt worden. Gestellt hat ihn eine Polizeistreife. Deshalb ist eben nicht die Tatsache, sofort nach Verschärfung zu rufen, sondern erstmal Aufklärung. Komischerweise verweigern sich da sowohl Union, SPD, auch als die Grünen einen Untersuchungsausschuss da einzusetzen. Wir werden allerdings darum weiter kämpfen. Und eines, um das ganz klar zu sagen, das sage ich auch mit großem Respekt vor der Linken hier in Sachsen-Anhalt. Bei uns wird ein Thema, ein Punkt immer Konsens sein. Das ist die klare antifaschistische Haltung der Linken und die klare Haltung für Verantwortung in diesem Land. Und da sage ich auch ausdrücklich Danke, dass es auch im letzten Jahr hier in Sachsen-Anhalt in großer Konsequenz durchgesetzt wurde.
nochmal zurückzukommen auf die Regierung, die hat ja ihren Koalitionsvertrag damals unter das schöne Motto Deutschland Zukunftsgestalten gestellt. Und ich will jetzt, Christoph Butterbecke ist ja renommierter auch Armutsforscher, ich will von der anderen Seite der Medaille reden. In den letzten Jahren hat sich der Reichtum in Deutschland in einer Weise verstärkt, wie es nur noch, wie man es nur noch obszön bezeichnen kann. Die Zahl der Vermögensmillionäre ist inzwischen auf 1,2 Millionen gestiegen. Wir haben inzwischen 120 Milliardäre in Deutschland. Und als jemand, der pünktliche und reichhaltige Überweisungen kriegt, weiß ich eins: Millionär wird man nicht mit eigenen Händen arbeiten, sondern das wird man nur durch Ausbeutung anderer. Und diese Situation ist nicht zu akzeptieren. Beispiel, und das ist keine Neiddebatte, das ist was anderes. Der Herr Winterkorn, der zum 2015 ausgeschieden ist, hat bis Dezember letzten Jahres jeden Monat 197.000 Euro überwiesen bekommen. Und er bekommt jetzt jeden Monat 97.000 Euro Rente. Und er hat am Ende des letzten Jahres 1,7 Millionen Bonus bekommen. Und das ist der Verantwortliche für den größten Skandal, den Abgasskandal, den es in der deutschen Industrie in den letzten Jahren gegeben hat. Da ist doch was nicht normal in dem Lande. Da muss doch Politik eingreifen. Wir können doch nicht zulassen, dass die Sicht so normal ist. Aber wenn man dann noch dazu sagt, in großer Ruhe, da bin ich auch mit Christoph Butterbecke darauf aufmerksam gemacht worden, dass der eigentlich ein ganz kleiner Fisch ist. Die Familie Klatten, die hat sich 996 Millionen auszahlen lassen in einem Monat Dividende leistungslos. Das ist sozusagen jeden Tag 3 Millionen. Also ich will nur, dass all diejenigen, die in Vereinen und Verbänden sich engagieren, die Dimension mal begreifen, wo etwas zu holen ist. Wenn wir über knappe Kassen und Ähnliches reden, da kann man etwas verändern und da kann Politik etwas verändern. Deswegen war es in diesem Jahr, im letzten Jahr ein Skandal, dass bei der Erbschaftssteuer so agiert worden ist. Wir haben lächerliche 5 Milliarden in Deutschland. Und da sage ich mal, nehmen wir doch mal das Vorbild Vereinigte Staaten. Wenn wir die Erbschaftssteuer wie dort hätten, hätten wir 50 Milliarden und es würden die richtigen treffen. Niemand will enteignen, nur eine angemessene Besteuerung von leistungsloser Vererbung. Da können wir auch Frankreich oder Großbritannien als Beispiel nehmen. Und wenn ich mir dann noch anschaue, was bei Panama Leaks los war, Riesengeschrei in Deutschland, gesetzlich real passiert ist nichts. Und auch da bleibt der Satz, die teuersten Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge, weil dort sind da wieder Hilfe. Und da gehört die andere Seite der Medaille dazu. Ich engagiere mich jetzt mit anderen auch aus Sachsen-Anhalt, besonders bei dem Thema Kinderarmut. In diesem reichen Land, mit den Zahlen, haben wir 1,9 Millionen Kinder in Armut? Das ist doch unfassbar. Das kann man doch nicht ernsthaft akzeptieren. 29.000 Kinder sind obdachlos, die leben auf der Straße im reichen Deutschland. Deswegen, Risikofaktor sind Kinder geworden. In der Gesellschaft, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier dringlichst was ändern müssen. Das ist auch die Herausforderung der Hinweis. Das ist ziemlich toll von der Technik. Ziemlich brillant, also geht doch gleich zu Ende. Wir sind am Beginn eines Wahljahres. Und um diese Auseinandersetzung geht es. Und man heute Sigmar Gabriel, also im Übrigen wahrscheinlich in einem breiten demokratischen Prozess, verkündet, also er wird Außenminister, Regierende Zypern wird Wirtschaftsminister, Schulz wird Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender. Und nun ist eins ganz klar, ich erwarte, dass man sich zu unseren Personalentscheiden nicht äußert, das machen wir intern schon alleine genug, das muss nicht von außen geschehen und so werde ich das bei der SPD auch nicht machen. Aber eins fand ich dann schon interessant, die Erklärung, die Sigmar Gabriel abgegeben hat, immerhin als Parteivorsitzender noch. Und er sagt einen schönen Satz da drin, es braucht einen glaubwürdigen Neuanfang jenseits der großen Koalition. Da hat er einfach recht. Er hat einfach recht und ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr wirklich einen Wechsel in der Politik hinbekommen und zwar aus den Gründen des sozialen Zusammenhalts in Deutschland und damit das große Projekt Europas als Projekt des Friedens nicht kaputt gemacht wird. Und die Dimension geht es. Und die Dimension geht es bei den Landtagswahlen. Und selbstverständlich geht es um die Dimension auch bei den Bundestagswahlen. Was die Bundestagswahlen betrifft, will ich zumindest in Sachsen-Anhalt ja noch eins feststellen. Das ist die Gelegenheit und im Übrigen auch die Verpflichtung, liebe Genossinnen und Genossen,
hier die kleine Scharte der Landtagswahl wieder auszusetzen. Und selbstverständlich wird es in Sachsen-Anhalt mehr als 20% geben. Alles darunter machen wir nicht und dafür bin ich ja auch Spitzenkandidat geworden, dass wir im Osten mehr als 20% kriegen und da muss Sachsen-Anhalt ordentlich was auf die Waage legen. Und das geht nicht durch Verkündung, sondern durch andere Macht. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dieses Kandidat. Zu Wahlen will ich trotzdem den Satz sagen, obwohl Peter das alles wunderbar machen wird. Ich bin stolz, dass Christoph Butterwecke für uns kandidiert. Es ist doch notwendig, dass es eine Alternative auch links vom Kandidaten der Großen Koalition gibt. Das wäre doch furchtbar, wenn dann nur jemand von der AfD ist. Und was er wunderbar macht, ist in allen Veranstaltungen das Thema Armut, das Thema Rechtsextremismus so menschennah zu bringen, dass das Bewusstsein dafür steigt. Und schon deshalb ist es aus egoistischen Gründen der Linken eine kluge Entscheidung gewesen. Und ich bin relativ sicher, ich bin absolut sicher, dass er mehr als 95 Stimmen, die die Linke in der Bundesversammlung haben wird, bekommen wird. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Wahlen nur ganz wenig, ist ja auch aus dem Land, kommt ja auch der Bundeswahlkampfleiter Matthias und wir sind da ja auch im sehr engen Draht. Wir gehen in diesen Wahlkampf als eigenständige Kraft und wir kämpfen ausschließlich für uns. Wir kämpfen nicht für Konstellationen. Wir wollen die Politik wechseln und wir kämpfen aber ausschließlich für die Linke. Und wenn die Linke stark wird, wird die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels in der Politik groß. Konstellationen nutzen nur den anderen. Wir führen auch keine Lagerwahlkämpfe. Nein, wir führen einen Wahlkampf für die Linke. Und ich sage das ausdrücklich, weil ich habe tausendmal gesagt, dass ich für Mitte-Links-Bündnisse bin. Ist ja auch in Ordnung. Aber die erste Voraussetzung dafür ist eine starke Linke. Die brauchen wir. Und wir nicht anders gehen in die Wahlkämpfe. Und es geht eben in dem Herbst um genau die beiden Weichenstellungen, die ich gesagt habe. Schaffen wir das, in Deutschland den Sozialstaat wiederherzustellen? Schaffen wir die Umverteilung einzuleiten? Schaffen wir das, dass wir wirklich unser Leben, wie wir es kennen, wie es teilweise für uns zur Gewohnheit geworden ist, zu erhalten? Es geht um die Dimension. Schaffen wir das, dass Europa in der bisherigen Form erhalten wird? Im Moment spricht alles dagegen. Und ganz, ganz viele Linke außerhalb dieses Landes schauen auf uns. Da ist manchmal so viel Hoffnung in die Linke in Deutschland gelegt, dass einem Angst werden kann, weil viele sind in krisenhaften Situationen und sie alle sagen, ihr müsst die Politik in Deutschland korrigieren. Nur dann haben wir in Griechenland, nur dann haben wir in Portugal eine Chance, in unserer Regierungsverantwortung wirklich etwas für die Menschen zu bewegen, weil ansonsten das Fallbeil, was Troika und andere aufmachen, uns hindert daran, eine andere Politik zu machen. Um diese Dimension geht es. Es geht nicht nur um uns. Und da sage ich jetzt mal, weil ich ja in Sachsen-Anhalt bin und es ist ja das Ursprungsland der Reformation. Und zu Luthers Zeiten, da dominierte im Volk ja die Angst vor Fegefeuer und ewiger Verdammnis. Ich meine, er war ja selbst davor auch nicht gefeit. Aber eins ist klar, durch Courage und durch Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch durch verständliche Sprache, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, indem wir den Menschen aufs Maul schauen und ihnen nicht nach dem Mund reden, dadurch können wir eben das Fegefeuer auch verhindern. Wir sollten uns damit Luther halten und wirklich den Menschen aufs Maul schauen. Das ist ganz wichtig und ihnen nicht nach dem Mund reden. Ich glaube, dass wenn wir mit Entschlossenheit und kämpferisch in das Wahljahr gehen, können wir einen Beitrag leisten zur Veränderung in diesem Land, zur Veränderung in Europa und auch zu einer Veränderung, was die Welt betrifft. Es geht um die Dimension. Und ich würde mir wünschen, dass wir das im Blick haben und nicht hin und wieder kleinteilige Auseinandersetzungen der Linken. Die brauchen wir wirklich nicht, es interessiert auch die Menschen nicht. Wir können die im Übrigen alle noch nächstes Jahr führen. Also das ist eine gute Idee, das dann im Jahr 2018 zu machen. In diesem Jahr wünsche ich uns ein kämpferisches, ein engagiertes und ein gutes und gesundes Jahr 2017. Herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend. Wir reden also nicht nur über den Kandidaten zum Bundespräsidenten, sondern wir beide haben uns entschieden, uns zu unterhalten. Kampfrede hatten wir eben. Mein Name ist Petra Sitte. Ich kandidiere auch hier in Sachsen-Anhalt, hatte es schon sehr, sehr viele Jahre in meinem Wahlkreis. Bevor ich dir die Frage stelle, die ich dir schon immer mal stellen wollte, sage ich mal was für all jene, die Christoph Butterwecke zwar aus den Zeitungen kennen,
aber eigentlich nicht so genau wissen, wo er herkommt und was seine Entwicklung ausmacht. Er ist geboren im Westfälischen, bei Münster, Albersloh, wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätten die meisten gesagt, wo ist denn dich? 1951, er hat studiert Sozialwissenschaften, Recht, Psychologie und Philosophie. Ist ja schon mal eine Ansage, die Kombination. Themen anfangs Staats- und Demokratietheorie. In den 80er Jahren vor allem neue soziale Bewegungen, Friedenspolitik und Abrüstung. Und in den 90ern vor allem Rechtsextremismus, Rassismus, Forschung, Gewalt und Gewaltprävention, Migration, Globalisierung, Neoliberalismus, Sozialstaat. Und besonders Armut. Und nun ist es ja so, wenn man die Zeitungen verfolgt, wirst du oftmals als Armutsforscher beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das exakt die richtige Bezeichnung aus deiner Sicht ist. Jedenfalls frage ich mal von meiner Seite, was waren eigentlich die besonderen Punkte, die Glutnester, die das Feuer für dieses Thema vor allem entfacht haben? Also erstmal bin ich nicht glücklich, wenn ich als Armutsforscher bezeichnet werde, weil das hört sich so ein bisschen so an, als wenn ich sowas wie ein Zoologe wäre, der die Ameisen beobachtet und ich beobachte die Armen. Ein anderer Grund ist der, dass eigentlich mein Problem gar nicht die Armut ist, sondern die soziale Ungleichheit. Das heißt, dass sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet und auf der anderen Seite sich der Reichtum, Dietmar hat es auch angesprochen, in wenigen Händen konzentriert. Das ist eigentlich das Problem, jedenfalls in Deutschland. Und der dritte Grund ist der, ich beschäftige mich, du hast es gesagt, ja auch mit vielen, vielen anderen Fragen. Ich war heute im Brandenburgischen Landtag und in Potsdam und genau da hat eigentlich begonnen, dass dieses Lebensthema mich gewissermaßen erfasst hat. Ich habe es mir nicht ausgesucht, sondern an der Fachhochschule in Potsdam, nur wenige Schritte vom Landtag entfernt. Da sind Studierende an mich herangetreten, als ich 1994 dort an die Hochschule kam und eine Professur vertreten habe für Sozialpolitik und Politikwissenschaft. Die haben gesagt, in den damals noch 9 ostdeutschen Bundesländern sei eben die Kinderarmut etwas, was drastisch zugenommen habe. Und ob man sich nicht damit mal beschäftigen könne und müsse, wenn es ging um Studierende, die mal Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen werden wollten. Und da habe ich gesagt, ja natürlich, damit müssen wir uns beschäftigen. Und das habe ich dann getan, auch in großen Forschungsprojekten, habe so ein Buch gemacht, Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland, da haben wir Kinder interviewt in Köln und in Erfurt und habe dann eigentlich lange, lange Zeit mich vor allen Dingen mit der Kinderarmut beschäftigt. Aber dann habe ich festgestellt, dass das, was damals in der Armutsforschung als eine Infantilisierung bezeichnet wurde, als ein Prozess der Verjüngung, der Verkinderung dieses Problems der Armut, dass das übergegangen ist in eine Reseniorisierung, zusätzlich zu den Kindern und Jugendlichen, die immer noch die am stärksten betroffene Gruppe sind, sind auch wieder verstärkt ältere Menschen Opfer von Armut. Und dieses Problem wird uns jetzt in nächster Zeit ganz besonders beschäftigen. Da braucht es eigentlich eine Rentenpolitik, die dafür sorgt, dass eben Menschen im Alter immer noch in Würde leben können, dass sie Lohn für Lebensleistung bekommen. Und dazu gehört dann eben auch eine Rente, die ausreicht, um dieses Leben so zu führen. Und da ist es die Aufgabe, ich glaube, diese große Koalition hat das Problem nicht angepackt und erst recht nicht gelöst. In Zukunft muss es gelöst werden, damit wir nicht das Problem haben, dass immer mehr alte Menschen am Ende nicht nur vereinsamen, dadurch, dass sie nicht das Geld haben, um teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben, sondern auch das Gefühl haben, diese Gesellschaft grenzt sie aus und lässt sie alleine in einer Zeit, wo sie ihr Erwerbsleben hinter sich haben. Das habe ich auch schon an den Sprechstunden. Es kann ältere zu dir kommen und du dich so nach 10 Minuten, Viertelstunde fragst, was will sie jetzt eigentlich? Nee, sie will einfach nur reden, einen Kaffee trinken, dazu gibt es dann einen Pfannkuchen. Und nach einer halben Stunde sagt sie dann eben, ach, ist das schön, dass mir mal jemand zugehört hat. Wenn du jetzt durch Ost- und Westdeutschland so viel tourst, im Zuge dieser Kandidatur, hast du da die Erfahrung gemacht, dass es da auch nochmal spezifische Unterschiede gibt, die für dich sozusagen auch nochmal ein neues Sichtfeld aufgemacht haben? Ja, die Armut hat viele Gesichter und die Armut in München ist eine andere Armut als die in Magdeburg, aber egal welches Gesicht sie zeigt, sie muss bekämpft werden. Man darf nicht in den Fehler verfallen zu sagen, bei uns ist ja das gar keine wirkliche Armut, also Armut gibt es nur in Kalkutta, aber nicht in Köln. Natürlich ist die Armut in Köln eine andere.
die ist weniger spektakulär. Die Menschen verhungern nicht an den Straßenecken. Aber weil du das geschildert hast von der alten Frau, was mich eigentlich am meisten bedrückt hat, so als Erlebnis, das war, dass ich in einer Live-Sendung des Deutschlandfunks saß über Altersarmut und eine alte Frau aus München rief an. Sie war mal Druckereibesitzersgattin und ist aus Gründen, die jetzt keine Rolle spielen, mit einer kleinen Rente nur noch ausgestattet. Und sie erzählte, wie ihr Alltag aussieht. Sie erzählte, dass sie abends im Dunkeln sitzt, um Strom zu sparen, vor einem Glas warmer Milch, weil ihre Großmutter ihr in der Kindheit erzählt hatte, dass man den Hunger nicht spürt, wenn man warme Milch trinkt. Und da ist es mir sowas kalt den Rücken runtergelaufen, weil München die Stadt ist, Dietmar hat die Zahl nicht ganz richtig genannt, aber 994,7 Millionen Euro hat das reichste Geschwisterpaar dieses Landes im Mai des letzten Jahres an Dividende nur aus BMW-Aktien gezogen. Und die haben, ich bin nicht der Anlageberater und auch nicht der Steuerberater der Quant Klappens, aber ich weiß, die haben nicht nur die Aktien von BMW, sondern auch des Chemiekonzerns Altana, von Privatbanken und viele andere Aktien mehr. Sie haben aber auch nicht nur Aktien, sondern andere Wertpapiere, festverzinsliche. Sie haben aber auch nicht nur Wertpapiere. Sie haben Grundstücke, sie haben Immobilien, sie haben Privatjachten, sie haben Privatflugzeuge. All das, was diesen wirklichen Reichtum ausmacht. Und bei uns beruhigt man sich damit, dass man sagt, naja, die können auch nicht mehr als 3 Steaks am Tag essen und eine Flasche Champagner schlürfen. Das Problem ist, dass Reiche nicht nur reich sind, sondern auch politisch einflussreich. Dass sie die Entwicklung der Gesellschaft beeinflussen nach ihren Interessen. Und dass im Grunde damit durch diesen immensen Reichtum, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr von Superreichen zu sprechen, weil super ist so gut, also wer super schnell ist, ist ein toller Sportler. Ich nenne sie jetzt hyperreich, weil ein Kind, das überaus aktiv ist, wird eben nicht superaktiv, sondern hyperaktiv genannt. Und wenn sich ein solcher Reichtum eines Privatvermögens von über 30 Milliarden Euro in den Händen von 2 Personen konzentriert, dann schadet das der Demokratie, weil unabhängig davon, wie viel es ist, sind, auch Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen und andere, das ist übrigens ein wichtiger Aspekt von Armut, der in der Öffentlichkeit kaum beachtet wird, die sind ja nicht nur, dass sie wenig Geld im Portemonnaie haben, die Armen, sie sind auch ohnmächtig, sie haben keinen Einfluss, sie ziehen sich zurück auch aus politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, sie nehmen nicht mehr an Wahlen teil und insofern ist diese wachsende soziale Ungleichheit für mich Keimzelle einer Gefahr für die Demokratie. Da bedarf es gar nicht der AfD oder des Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus. Der kommt noch hinzu. Nämlich dann, wenn Menschen in der Mittelschicht, besonders in der unteren Mittelschicht, Angst haben, abzustürzen sozial, dann neigen sie in Deutschland traditionellerweise oft dazu, sich politisch nach rechts zu wenden. Das war beim Aufstieg der Nazis so in der Weltwirtschaftskrise, das war beim Aufstieg der NPD in den 60er Jahren so. Da gab es eine Krise, Rezession 1966-67 und die NPD wäre 1969 mit 4,3% der Stimmen fast in den Bundestag eingezogen und hätte übrigens die Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler verhindert. Und heute ist es die AfD, die davon profitiert, dass es diese Ängste in unserer Gesellschaft gibt. Deswegen ist für mich eine gute Sozialpolitik nicht alleine, aber die Grundvoraussetzung dafür, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus keinen günstigen Nährboden vorfinden. Ich habe das für mich so auf den Punkt gebracht, der Tod der Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt mit Kernschmelze, wenn wir uns um diese Themen nicht kümmern. Nun haben ja alle Bundespräsidenten, das wäre meine letzte Frage, so bestimmte Markenzeichen gehabt. Also ich meine jetzt nicht den, der den gelben Wagen gesungen hat, sondern ich meine durchaus der gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Da bin ich übrigens der Meinung, nicht nur der Islam, sondern auch die Muslime gehören zu Deutschland. Richtig. Vor allem aufgrund seiner Geschichte und seiner beruflichen Tätigkeit um Afrika gekümmert. Herr Herzog hat die Hochrede gehalten, wann auch immer, das ist jetzt mal sei dahingestellt. Herr Weizsäcker hat davon gesprochen, dass der 8. Mai, das war 1985 in seiner Rede, tatsächlich ein Tag der Befreiung ist. Wie würdest du denn deine Präsidentschaft auf den Punkt bringen? Also
Ich würde vielleicht auch versuchen, eine Ruckrede zu halten, weil ich finde, der Altbundespräsident Roman Herzog hat, man darf die Wichtigkeit des Bundespräsidenten in seiner Funktion nicht unterschätzen. Er hat mit dieser Rede natürlich die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft durchaus stark beeinflusst. Und ich finde, so eine Ruckrede, die Gesellschaft darauf hinzuweisen, dass etwas falsch läuft, dass sie sich verändern muss, dass sie eine andere Richtung einschlagen muss. Eine solche Ruckrede würde ich eigentlich auch ganz gerne als Bundespräsident halten, aber nicht in die Richtung von, wir müssen mehr soziale Opfer bringen, wir müssen mehr Leistung bringen, wir müssen schneller werden, damit wir im Standortwettbewerb mit anderen Wirtschaftsstandorten den Sieg davon tragen, sondern meine Ruckrede würde in die Richtung gehen, wir brauchen eben weniger Ellenbogendenken, wir brauchen mehr Solidarität, wir brauchen einen sozialen Ausgleich und wir brauchen auch Umverteilung von oben nach unten. Denn wer den sozialen Zusammenhalt sichern will, der muss dafür sorgen, dass die entsprechende materielle Grundlage dafür vorhanden ist. Und die Grundlage heißt mehr soziale Gerechtigkeit. Insofern finde ich dieses Thema ganz toll. Nur wenn mehr soziale Gerechtigkeit einkehrt, nur dann wird sich unsere Gesellschaft sozial, friedlich, demokratisch und human entwickeln können. Also, Christoph Winterbecke, unser Kandidat zum Bundespräsidenten, und ich kann mich Dietmar nur anschließen. Ich hoffe auch, dass von deinen Stimmen ein Signal ausgeht, ein politisches Signal. Medial ist es ja sehr beachtet. Du musst heute Abend noch mal Richtung Köln. Ich hoffe, du kommst durch, nicht wie ich. Ich bin weiter nach aus Versehen den falschen Zug gestiegen. Boah, das war furchtbar. Halb eins. Ja, ich hoffe, das passiert mir nicht. Nee, das ist. Weil ich habe einen kleinen Sohn von 14 Monaten und den will ich jetzt endlich mal wieder sehen, nachdem ich jetzt mehrere Landtage besucht habe. Hoffe ich dann auch mal wieder bei der Familie. Also stärke dich noch, bevor du losgehst. Danke, dass du hier gewesen bist. Dass du hier warst, ja, ja. Nochmal in Erinnerung an Magdeburg mit dem Projekt, unser Neujahrsempfang. Die klassischen Magdeburg-Souvenirs, die Weltkugeln sind hier drin. Aber wir haben auch Magdeburger Künstler gebeten, sozusagen zu der Begierde hier auf die Tasse zu fassen. Und hier ist das Schloss Bellevue drauf für diejenigen, die es sehen können. Sie können es nicht sehen. Das ist toll. Und wir hoffen, dass es hier auf dem Endspurt ins Schloss Bellevue, beziehungsweise aber auch dahin zu zeigen, dass es in Deutschland mehr Aufweisung gibt als nur einer. Dafür wünschen wir den Besuch und dafür etwas mehr. Schönen Dank, meine kleine achtjährige Tochter. Also nein, möchte sie nicht genannt werden mit ihren 8 Jahren, aber die hat als erstes gesagt, so als Prinzessin in das Schloss Bellevue einzuziehen. Das wäre eigentlich das, was sie sich wünscht. Ich habe ihr natürlich versucht zu vermitteln, dass es jetzt nicht hundertprozentig sicher ist, dass ich die Wahl gewinne. Und daraufhin hat sie gesagt, naja, das wäre auch nicht schlimm, wenn ich die Wahl nicht gewinne, weil sie will eigentlich ihre Kölner Freundin nicht verlieren. Und das würde sie ja, wenn sie in das Schloss einziehen würde. Also insofern sind alle nicht so ganz unzufrieden, wenn die Wahl anders ausgeht, als ich mir das eigentlich vorstelle und wünsche. Nee, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich soll ihre Freundin einfach einladen. Wir wünschen dem Kind alles Gute. Okay, die zweite Geschichte, die hat natürlich mit diesem Thema heute Abend zu tun. Und es hat auch eine kleine Vorgeschichte, die ich kurz erzählen will. Wie mancher vielleicht noch weiß, war ich ziemlich lange hier Fraktionsvorsitzende. Ach, und irgendwann in den 90ern fiel mir auf, dass eine Mitarbeiterin morgens nicht so auf den Punkt 8:30 da war. Und es war mal ein bisschen später, mal ein bisschen früher. Und dann habe ich gedacht, ja, du wirst ja jetzt nicht wegen den paar Minuten hier rumsehen oder so, das ist ja albern. Aber interessiert hat sie mich trotzdem. Also jedenfalls stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin eine Tochter hatte, die geistig behindert war und jeden Morgen abgeholt wurde mit dem Bus. Und jeder Mensch hat seinen Kopf, auch die Tochter hatte ihren Kopf. Und sie wollte eben mal morgens in den Bus und mal nicht. Und dann bedurfte es also immer guter Überredungskünste,
das Mail in den Bus hineinzubekommen. Und danach richtete sich eben, ob es ein paar Minuten vor 9:30 war oder ein paar Minuten nach 9:30. Und dann habe ich beobachtet, dass die Kollegin ruhig war, geduldig war. Und dann ist mir klar geworden, da läuft eine andere Zeitrechnung ab. Und eine Zeitrechnung, von der ich was lernen kann. Erst recht in dieser heute super beschleunigten Welt, in der im Bundestag, wenn du in einer halben Stunde nicht auf ein politisches Ereignis reagierst, schon mal für die Fraktion alles vorbei ist. Und das ist so wichtig, dass wir uns solcher Faktoren im Alltag des Lebens von vielen Menschen bewusst werden. Und viele dieser Menschen, die mit Behinderungen ihren Alltag meistern müssen, die haben nicht nur ein Zeitproblem, sondern die haben eben auch ein Armutsproblem. Und wir haben gerade die massiven Demonstrationen und Proteste erlebt im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz, bis hin, dass sich vor dem Bundestag am Spreeufer Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl angekettet haben, eine ganze Nacht dort gewesen sind, wobei sie mir dann später gesagt haben, oh, die Polizisten, die waren so nett, die waren so lieb, die haben uns immer gefragt, ob wir frieren und ob sie noch was bringen können. Aber das ist natürlich eigentlich nicht das Wesen des Protestes, sondern es engagieren sich Tausende und Abertausende in diesen Bereichen, sowohl Menschen, die selbst über Behinderungen haben, oder eben Menschen, die das Thema für so wichtig halten, dass sie sich selbst engagieren. Und dann hat mich Eva von anderen gefragt, sag doch mal, was dich besonders interessiert, was dich besonders beeindruckt hat. Und das war also der Verein mit Handicap Leben und insbesondere die Arbeit von dem Vereinsvorsitzenden Tim Böhl, den ich jetzt gerne mal vorbitten möchte. Mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern und der noch was Besonderes kreiert hat vor einigen Jahren, nämlich den Mitteldeutschen Inklusionspreis, Mosaik heißt der. Jetzt würde ich vorschlagen, dass Sie erst mal kurz den Verein vorstellen und dann gleich sagen, wie eigentlich die Idee entstanden ist, diesen Preis auszuloben. Schönen guten Abend. Ich freue mich natürlich auch über unseren Verein sprechen zu können hier an diesem Podium. Ja. So besser? Ja. Ja, schlecht. Also es ist, unser Verein heißt mit Handicap Leben, hat seinen Sitz in Halle, ist vor mittlerweile fast 7 Jahren gegründet worden. Und dann sagte mir jemand, nachdem wir so 8 den Verein gegründet hatten, gesagt, was unser Ziel ist, ja, dann macht ihr ja Inklusion. Bin ich, habe ich gesagt, klar machen wir Inklusion. Bin erstmal nach Hause und habe gegoogelt, was Inklusion ist. Und das ist ein spannendes Thema, was uns mal losgelassen hat, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben können. Und da auch nicht drum bitten müssen, sondern wir haben ja seit 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention, also das ist einfach ein Gesetz, das ist ein Recht. Und leider ist es aber noch nicht immer so. Da haben wir vor einer ganzen Zeit so ein bisschen überlegt, Mensch, wer würde ich denn auch diejenigen, die sich in diesem Bereich engagieren, wer tut denn da was Gutes? Den haben dann in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen gesucht, aber nichts Richtiges gefunden und haben gesagt, Mensch, dann machen wir einfach einen Preis. Und so kam eigentlich die Idee zu dem Inklusionspreis Mosaik aus Mitteldeutschland, nicht für Mitteldeutschland, sondern aus Mitteldeutschland, den wir in diesem Jahr dann zum 5. Mal vergeben werden. Zunehmender Resonanz, also auch was die Bewerbung betrifft. Und das Spannende daran ist, ich hatte gerade im Dezember eine Diskussionsrunde in Halle erleben dürfen, wo es um Kinderarmut geht. Da ist wohl Halle auch sehr weit vorne, leider. Und jedenfalls wurde dort gesagt von einer der Expertinnen, dass wir ja wahrscheinlich unseren Preis nicht mehr lange vergeben müssen, weil die Inklusion in Sachsen-Anhalt gescheitert ist. Wir sehen das natürlich völlig anders. Wir haben uns also riesig gefreut, dass zum Beispiel im letzten Jahr bei der Preisverleihung, die wir in einem Stadthaus gemacht haben, der Ministerpräsident von Thüringen anwesend war, der die Schirmherrschaft übernommen hat, was wohl auch nicht üblich ist, dass Ministerpräsident eines anderen Bundeslandes dabei ist. Jedenfalls auch da vielen Dank, Frau Sitte, dass Sie uns da unterstützt haben. Das war eine riesentolle Veranstaltung, wenn man die Beispiele sieht, die dort ausgezeichnet werden, kann die Inklusion nicht gescheitert sein. Nee, das sehe ich auch so. Und vor allem denke ich eben, dass diese Preise nochmal eine neue Nachdenklichkeit und eine Sensibilität für dieses Thema auslösen.
Wir haben ausgemacht, dass Herr Böhl ein oder zwei Preisträger vorstellt, und damit man sich mal ein Bild machen kann, was da eigentlich passiert. Und das wird ja auch dieses Jahr wieder ausgelobt, haben Sie ja gesagt, den Preis. Und ich habe mir damals gesagt, naja, wenn der Preis vergeben wird, dann kriegen wir mal alle eine nette Urkunde oder eine tolle Plastik, aber eigentlich brauchen alle Kohle. Und das war dann der Anlass, weshalb ich gesagt habe, okay, dann stifte ich für jeden Preisträger 300 Euro, das sind dann 6 Preisträger, den Rest kann sich jeder ausrechnen. Und dann macht das natürlich viel mehr Spaß für die Betroffenen, weil sie etwas mit nach Hause nehmen für ihre Arbeit. Und deshalb wollen wir jetzt mal 2 Beispiele bringen. Da kann doch schon die Klatsch werden. Das ist also ein ganz toller. Wir haben ja dann auch gedacht, dass ein Preis, wenn man den vorgibt, da kostet ja auch Geld rein. Das hat man erst gar nicht so im Sinn gehabt, das alles so ein bisschen in unseren ehrenamtlichen Enthusiasmus halten. Aber auch durch so eine Unterstützung ist da wirklich was Schönes draus geworden. Ich möchte jetzt schnell zu den 2 Beispielen kommen, die ich mal vorbereitet habe. Und zwar wurde im Jahr 2015 der Sonderpreis der Jury an das Medienprojekt Ausleben aus Halle übergeben. Das ist ein Projekt gewesen des Freien Radios Korax und der Paul-Niemeyer-Stiftung und dem Daumenkind Halle e.V. Das Besondere an diesem Projekt war, dass dort nicht im Radio über Menschen mit Behinderung gesprochen wurde, sondern dass dort behinderte Radio machen, ihre Themen machen, in der Redaktion mitarbeiten. Und jeden Samstag, und das Schöne ist, dass diese Sache auch Bestand hat, jeden Samstag 11 Uhr in Halle auf Sendung gehen. Das ist also ein ganz tolles Projekt. Und wer dort mit vor Ort war, hat das erlebt, wie begeistert die Leute waren, wie toll das war. Die sind, als sie gehört hatten von dem Laudator, dass sie den Preis haben, da vorne gestürmt, haben gejubelt, haben nur Victory-Zeichen und sowas. Das war richtig Gänsehautmoment, war ganz toll. Und dann möchte ich noch schnell den zweiten besonderen Preis, den wir hervorheben, wobei es eigentlich immer besondere gibt, und das war der Preisträger vom letzten Jahr in der Kategorie Unternehmen. Wir haben also 4 verschiedene Kategorien. Diese, ich möchte es noch richtig vorlesen, weil ich den Namen richtig habe, das ist Kelles Suppenmanufaktur aus Kleben in der Altmark. Dort werden also jeden Tag 6200 Gläser und Dosen Suppen hergestellt. Ganz gesunde, ganz tolle. Ich mache da gerne Werbung für. Also ich habe es auch probiert, schmeckt richtig. Und das Familienunternehmen hat 24 Mitarbeiter. Davon sind 10 Mitarbeiter Menschen mit Behinderung. Und das ist also wirklich das Besondere, das hat auch die Jury da gehörig, ist, dass dort nicht gesagt wird, okay, hier werden Menschen beschäftigt, sondern der Ansatz ist ein ganz anderer. Hier wurde ganz, ganz klar gesagt, dass eben im Prinzip nicht der Behinderte zum Arbeitsplatz passen muss, sondern der gesamte Betrieb und jeder einzelne Arbeitsplatz wird auf den Behinderten zugeschnitten und abgestimmt nach den Fähigkeiten, nach den Möglichkeiten. Und das ist absolut toll. Und wenn man sich das dort anguckt, kann man eben auch wirklich sehen, dass das ein tolles Beispiel ist, dass soziale Verantwortung und wirtschaftliches Interesse nicht 2 verschiedene Sachen sein müssen. Also das ist ein riesiger Fall. Die sind gelistet in allen größeren umliegenden Märkten und die bauen jetzt noch aus. Also das ist eine Nummer, die ausbaufähig ist und die auch beispielgebend ist. Herr Böhl, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, dass die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht haben jetzt, okay, ich gucke mich mal um, was so in meinem Umkreis läuft, um sich ein wenig davon antören zu lassen, wie man so neudeutsch sagt. Und ich wünsche für Ihre Arbeit und für Ihren Mitstreiter alles Gute, auch für die nächsten Jahre. So, jetzt kommt wieder an den Fraktionsvorsitzenden. Ja, tatsächlich eine von zahlreichen Initiativen in unserem Bundesland als Halle sind mir schon lange bekannt. Schauen Sie in Ihren Gemeinden, in Ihrer Stadt nach solchen Initiativen, unterstützen Sie sie, geben Sie das als guten Vorsatz für das Jahr 2017.
Ja, wir möchten uns bedanken. Wir danken bei unseren zwei Rednern, bei Christoph haben wir schon getan, aber Dietmar, wenn du noch mal einen Moment Zeit hast. Auch für dich, danke, Exzellenz, aber dann gebe ich dir auch noch Weltungen, okay, machen wir. Ich wollte aber die Ergebnisse von irgendwelchen Eisbärenleser und dann gucken müssen, was es ist, kann man dir auch hier die Trasse entsprechend machen. Viel Spaß damit und danke, dass du da warst. Ich bedanke mich auch, wobei das ein Missverständnis mit der Umverteilung war, nicht von unten nach oben andersrum. Aber trotzdem herzlichen Dank. Es ist sehr gut angelegt bei Magdeburger Künstler. Und Ihnen, Petra, das Objekt deiner Regierung.